Hey, ich bin hier gerade auf einem Spaziergang durch die Natur und möchte mir ein paar Wildkräuter sammeln für einen Wildkräutersalat für später. Und dann nehme ich euch einfach mal mit und zeige euch, was ich da so reinmache. Also ich habe hier gerade so ein paar zarte Löwenzahnblätter entdeckt. Löwenzahnblätter sind ja sehr bitter, aber ich nehme ein paar davon mit, weil ich bitter sehr mag. Aber wie gesagt, Vorsicht, die sind schon sehr bitter. Also die Blätter sehen so aus. Ne, mit diesen Zacken dran. Und ja, hier sind so Pusteblümchen, die noch nicht aufgegangen sind, wo vorher diese gelben Blüten waren. Und ja, also das ist schon mal eines, was ich reinmache. Ich glaube, das reicht schon, weil es ist nur für mich. Hier habe ich gerade noch ein Pflänzchen entdeckt. Das ist Schafgarbe. Ist manchmal etwas schwierig zu erkennen, weil es ja jetzt noch keine Blüten hat. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das halt Schafgarbe ist. Und davon nehme ich auch nur sehr, sehr wenig, weil ich habe mir letztes Jahr mal einen gemacht mit fast nur Schafgarbe. Und es ist so intensiv, da kann man wirklich nur, oder ich kann davon nur sehr wenig essen. Da ist man wirklich richtig schnell satt von. Also da ist richtig viel, sind richtig viele Nährstoffe und alles so drin. Und ja, also davon auch ein bisschen für den Salat. Die wachsen so ganz flach am Boden und für alle, die die nicht kennen, im Sommer dann oder vielleicht schon so in einem Monat, werden dann da so weiße Blüten dran sein, die man auch essen kann. Ah, hier habe ich gerade noch eine Löwenzahnblüte entdeckt. Die nehme ich auch mit für die Optik. Kann man auch essen. Habe ich auch mit dazu. Ja. Und dann gehe ich mal weiter, was ich noch so finde. Hier habe ich die nächste Pflanze entdeckt, und zwar Breitwegerich. Den erkennt man gut an diesen Längsstreifen und halt das breite Blatt. Den gibt es auch noch als Spitzwegerich, dann ist er ein bisschen schmaler. Falls ich nachher noch welchen finde, zeige ich euch den. Der ist sehr mild im Geschmack, da kann man ruhig ein bisschen mehr von ran machen. Und daneben steht auch noch Klee. Den liebe ich auch sehr. Kennt ihr ja wahrscheinlich. Dreiblättriges Kleeblatt, vierblättriges Kleeblatt. Und der ist auch sehr mild im Geschmack und davon nehme ich auch noch ein bisschen was mit. Und ihr merkt, ich nehme immer so ein paar Stängelchen und dann am Ende hat man den ganzen Salat. Ich werde den aber auf jeden Fall so ein bisschen strecken, weil, also so, ich habe noch von gestern, na, wie heißt es? Rucola. Und da werde ich den einfach dann da die ganzen Kräuter aus der Natur drunter mischen. Hier sind so ein paar zarte Blättchen. Also es ist immer gut, wenn ihr zarte Blättchen nehmt für den Wildkräutersalat, weil die dann nicht so intensiv sind. Hier noch ein bisschen Klee. Ich hatte ja eben von dem Breitwegerich erzählt. Das ist dieser hier, der so mit den breiten Blättern. Und hier habe ich gesehen, gefunden, beides zusammen, der Spitzwegerich. Ihr seht,
Der hat ganz schmale Blätter. Ja? Hier so ein Spitzwegerich, Breitwegerich. Ein bisschen im Schatten, aber ich hoffe, ihr erkennt es. Man sieht ja den Unterschied deutlich. Beide haben diese Längslinien. Und beide kann man essen. Beide, ich würde mal fast behaupten, haben dieselbe Wirkung. Ich werde mal gucken, ob ich da noch ein bisschen mehr nachher nachlesen kann. Ich hatte ja während meiner Heilpraktiker-Ausbildung hatte ich ja auch Pflanzenheilkundeunterricht. Da haben wir so die ganzen Heilwirkungen gelernt. Aber ich habe das für mich einfach nur gemacht. Und mir reicht, wenn ich weiß, was ich essen kann. Und die Wirkung, da hoffe ich einfach immer, dass ich es intuitiv richtig mache und genau das finde und esse, was ich gerade brauche. Hier habe ich einen süßen Marienkäfer entdeckt. Seht ihr den? Ja, das ist der Mai, der Wonnemonat. Hier habe ich am Wegesrand Taubnessel entdeckt. Hier so mit den weißen Blüten und ich kann die anfassen und sie stechen mich nicht. Also das ist in der Gegend oder die andere Seite von der Brennnessel. Ich selber mag die nicht, also mir schmeckt die nicht, deswegen sammle ich die jetzt nicht. Aber falls ihr die entdeckt, also du kannst ja alles ausprobieren, ob dir das vielleicht schmeckt und du das in deinen Wildkräutersalat reinmachen willst. Ne? Diese weißen Blüten sehen aus wie Brennnessel, aber brennen halt nicht, deswegen Taubnessel. Ja. Ich kann noch mal kurz probieren. Wie soll ich es beschreiben? Also eigentlich schmeckt es so ein bisschen nach Pilzen. Hier kann man auch wunderbar die Blüten und die Blätter essen. Ich glaube, ich gebe dem nochmal eine Chance. Ich nehme mal hier so die ganz zarten Frischen von oben, weil das schmeckt gerade echt nach Pilzen. Und ja, das kann ich doch mal mitnehmen. Also so ein paar kleine nehme ich mal mit und packe sie mir hier in mein Papiertütchen. Habe ich gerade in meinem Rucksack entdeckt. Also ist immer gut, die Kräuterchen in so ein Papiertütchen, wo die dann so weiteratmen können, zu sammeln und nicht in so eine Plastiktüte zu stecken. Ja, weil das einfach, ja, die können dann besser atmen und werden dann nicht so zusammengequetscht. Gut. Hier bin ich so unterwegs. Hier habe ich die nächste Pflanze entdeckt, die Butterblume. Die gibt mir gerade so einen kleinen Backflash in meine Kindheit. Diese Blüten, die sind mega lecker. Die schmecken angenehm mild. Und ich liebe es, Blüten zu essen. Einfach so was Florales, ich weiß nicht. Muss gleich nochmal die Kamera ausmachen und dann zeige ich euch einen kleinen Trick aus meiner Kindheit. Ich pflücke jetzt einfach mal hier jede Menge, weil ich, wie gesagt, ich mag die sehr, sehr gerne. Und ja, das ist dann, also da könnt ihr auch echt drauf vertrauen, dass die Pflanzen, die ihr, wo ihr so merkt, oh, die packt ihr euch auf die Zunge und also ich merke dann immer richtig, wie so meine Seele aufatmet, wenn ich die dann auf der Zunge habe. Das ist natürlich dann, wenn ich es mono nehme, merke ich das natürlich viel stärker. Dass meine Seele richtig danach ruft. Also da kann ich jetzt richtig viel. Letztes Jahr war das bei mir das Fünf-Fingerkraut. Ich habe es gestern auch schon mal beim Spazierengehen gesehen. Vielleicht begegnet es mir noch. Da das mein erster Wildkräutersalat dieses Jahr ist, bin ich jetzt auch da ganz schön
sozusagen wild am Mischen. Kann man dann vielleicht später auch ein bisschen gezielter machen. Also dass ich nur so bestimmte Pflanzen nehme. Ich bin auch, wie gesagt, ja jetzt auch ein bisschen vorsichtig wegen der Menge so, weil das, wie gesagt, alles ganz schön intensiv ist und es ist ja gerade mal Mai. Und ich fange gerade erst wieder an mit Grün und Wildkräutern und ja, da darf es am Anfang etwas zarter sein, bis ich mich dran gewöhnt habe an die intensiven Geschmäcker der Wildkräuter. Ja, so, hier von dem schönen Löwenzahn nehme ich mir auch nochmal ein Blatt mit, obwohl es jetzt, dann gibt es da noch so ein zartes, hier gibt es noch so ein zartes. Genau, gut. So, jetzt kommt der kleine Trick aus meiner Kindheit. Ich habe hier mal eins abgepflückt und ihr seht ja da diese kleinen herzförmigen Blätter. Und diese kleinen herzförmigen Blätter, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, weil ich nur eine Hand quasi frei habe. Die kann man so ein bisschen nach unten abziehen. Ich guck mal, ob ich das jetzt so, ja. Hier ist nochmal eins. Ah, jetzt habe ich es ganz abgerupft. Also wenn mit beiden Händen geht das dann besser, dass man die so ein bisschen runterzieht, sodass sie dann hier so lose sind. Ich mache mal die Kamera aus und mache das bei allen. Das geht jetzt so schwer. Also jetzt sind hier so alle kleinen herzförmigen Blätterchen so ein bisschen lose gemacht. Ich weiß gerade nicht, ob das scharf oder unscharf ist. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber also auf jeden Fall, wenn ihr das selber macht, dann das klappert dann. Da entsteht so ein Klappergeräusch und als Kinder haben wir das geliebt. Okay, ihr habt jetzt wahrscheinlich einen Augentremor. Aber probiert es mal aus. Das klappert so süß. Ja, das war's. Meine kleine Kindheitserinnerung. So, hier habe ich jetzt Brennnessel entdeckt. Davon werde ich mir auch ein bisschen was mitnehmen. Direkt daneben steht Taubnessel. Ich versuche mal, hier die Möglichkeit zu geben, da so ein bisschen einen Unterschied zu entdecken. Hier mal die Blätter von der Taubnessel. Die hat auf jeden Fall schon mal Blüten. Die gibt es in Weiß und in Lila. Und wie gesagt, ich kann sie anfassen und die ist nicht, also sie brennt einfach nicht. Und hier sind die Riffel in dem Blatt viel stärker. Bei der Brennnessel, die daneben steht, diese hat jetzt hier auch noch größere Blätter, aber ich glaube, das hängt einfach davon ab, wie groß die Pflanze ist. Ja, und hier hast du halt die an der Unterseite, oder hier die, ja, es brennt. Und ich werde mir davon auch einfach nur oben die jungen Triebe mitnehmen. Und ich weiß, es gibt so tolle Tricks, wie man die irgendwie abmacht, ohne dass es brennt, aber mich stört das nicht weiter. Und es fördert eher die Durchblutung. Und ja, die Brennnessel ist wirklich so der Oberenergiegeber und Entgifter. Also von daher gerne immer in den Salat machen und einfach ja die pure Lebensenergie aufnehmen. Das reicht mir, glaube ich, auch schon wieder. Und lieber jeden Tag ein bisschen. Und ja, das war's. Hier ist ein Pflänzchen, das habe ich erst vor 2 Tagen von Tobias von Wallatics kennengelernt.
Und zwar ist das die Knoblauchrauke. Und die heißt so, weil die Blätterchen nach Knoblauch schmecken. Ich werde mal kurz probieren, ob man auch die Blüten essen kann. Oh ja. Die schmecken auch sehr nach Knoblauch. Weil ich ja Blüten mag, wie ihr jetzt wisst. Oh, die sind sehr intensiv, da werde ich. Oh, die schmecken sehr nach Knoblauch. Also wer jetzt auf Knoblauch verzichtet und aber den Geschmack haben möchte, wahrscheinlich sind hier auch so Senföle drin, die danach schmecken. So, und dann noch ein paar Blätterchen. Und da der Geschmack wirklich sehr intensiv ist, nehme ich hier auch, ups, auch wieder einfach nur die zarten kleinen Blätterchen. Und ja, weil ich da gerade so dran denke, es ist auch immer ein schönes Ritual, wenn du dir aus der Natur Pflanzen nimmst, da dich zu bedanken, dich zu erinnern, wie das hier so gewachsen ist, der Samen da reingefallen ist und die Sonne und das Wasser und die Luft und die Erde ihres dazu beigetragen haben, diese Pflanze hier wachsen zu lassen. Und ja, auch die Verbundenheit zu spüren, das Einssein mit dir und der Natur. Ja, indem ich die aufesse, die Pflanzen, nehme ich die Natur in mich auf. Nehme ich die, nicht nur die Energie und die Informationen auf, sondern halt auch wirklich meine Umgebung. Und werde eins mit ihr. Und ich versuche das auch gerade immer mehr sozusagen immer öfter mir bewusst zu machen, weil ich ja auch oft diese Angst vorm Alleinsein habe, ja, zu spüren, wie ich eins bin mit allem. Und einfach zu versuchen rauszufinden, warum bin ich denn jetzt eins mit diesem Busch oder mit dem Auto oder ganz egal, und dann versuche ich das. Ich meine, bei diesen Pflanzen ist es jetzt ganz einfach, ich nehme die halt auf und wir atmen dieselbe Luft, weil wir gerade in derselben Gegend sind. So, hier seht ihr gerade nochmal den Spitzwegerich und daneben habe ich entdeckt auch noch jetzt das Fünffingerkraut. Und zwar ist das dieses hier und es heißt Fünffingerkraut, weil es fünf Blätter hat und so ein bisschen wie bei der Hand. Ja. Das ist wie gesagt auch sehr lecker, war einer meiner Favoriten aus dem letzten Jahr. Ich probiere mal. Ist dieses Jahr anders, also Körperreaktion ist jetzt gerade, oder meine Zunge reagiert da gerade jetzt nicht mehr so flashig wie letztes Jahr. Das war eben bei dem Butter, bei der Butterblume anders. Genau, und danach zupfe ich mir dann immer die Kräuterchen zusammen. Ja, ich nehme da jetzt einfach mal so ein paar wieder mit. Und dann habe ich einen echt bunten Salat. Ihr werdet es sehen, ich werde dann noch ein bisschen Tomate und wahrscheinlich Oliven oder so reinmachen. Avocado habe ich noch. Ja. Jetzt habe ich noch ein paar Gänseblümchen entdeckt und die haben auch einen ganz leckeren, milden Geschmack und davon werde ich mir jetzt auch noch welche reinzupfen. So. Ist übrigens so bei Wildkräutern, dass wenn ihr die in der Mittagssonne pflückt, dann ist die ganze Kraft in den Blüten.
weil sie so von der Sonne angezogen werden. Ich hoffe, ich erzähle da gerade nichts Falsches, dass ich mir das richtig gemerkt habe. Aber beim Johanniskraut ist es ja so, wenn man sich da Öl machen will, dann soll man das mittags um 12 sammeln, weil die meiste Kraft dann in der Pflanze ist. Genau. Das wird bestimmt sehr schön aussehen gleich. Das ist jetzt die Ausbeute aus meiner Kräuterwanderung. Ihr seht, ein bunter Teller mit Blüten allerlei, grünen Blättern. Und dazu kommen jetzt noch diese Zutaten. Avocado, Tomätchen, Rucola, Oliven und eine Tomate in groß. So sieht es jetzt fertig aus. Unter diesem ganzen Gemüse sind die Wildkräuter. Ich habe jetzt gar kein Dressing dran, weil da Tomate dran ist und mir das ausreicht und ich das alles so pur genießen möchte. Genau, den lasse ich mir jetzt schmecken und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Dann kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und ja, schau gerne wieder vorbei. Ciao!